Regierende Bürgermeister, Exzellenzen, meine Damen und Herren, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm in nah und fern, im Namen von 1000 Mitarbeitern der Deutschen Oper Berlin begrüße ich Sie zu unserem 25. Geburtstag. Heute, genau vor 25 Jahren, wurde dieses Haus mit Mozarts Don Giovanni eröffnet. Es war damals eine dunkle Zeit für Berlin. 5 Wochen vor der Eröffnungspremiere wurde um den westlichen Teil unserer Stadt und durch Deutschland die Mauer gezogen. Dennoch wurde die Eröffnung ein heller Tag für das kulturelle Leben unserer Stadt. Das Wach auf aus Richard Wagners Die Meistersinger, das unser Chor zur Eröffnung unserer Gala sang, durchklingt wie ein Appell unsere bisherigen 25 Jahre. Stets war die Deutsche Oper aufs Engste mit der Geschichte und mit den Geschicken unserer Stadt verbunden. Wir sind stolz darauf, dass dieses Opernhaus oft genug den Namen Berlins einen guten Klang gegeben hat und ihn hinausträgt in die Welt, nach Amerika und nach Japan. Entwicklung durch Kontinuität charakterisiert die Wege der Deutschen Oper. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute im Zuschauerraum die 3 Generalintendanten begrüßen können, die in den 20 Jahren vor mir dieses Haus geleitet haben. Gustav Rudolf Sellner, Egon Seefellner und Siegfried Palm. Und dass unter uns auch der erste Generalmusikdirektor der Deutschen Oper weilt, Lorin Mazel. Das, finde ich, ist ein besonders schönes Zeichen unserer Zusammengehörigkeit. Zahlreiche Stars der internationalen Opernszene haben uns heute besucht, um zusammen mit vielen Solisten unseres Hauses, mit Chor, Orchester und Ballett, einen reichen und bunten Geburtstagsstrauß zu binden, als Gruß an dieses Haus, als Gruß aus Berlin an die Opernfreunde, in Ost und West, in Nord und Süd. Unser Programm enthält nur Ausschnitte aus Werken, die in den vergangenen 25 Jahren hier zur Aufführung gekommen sind. An 2 Stellen sind aus technischen Gründen kurzfristig Umstellungen vorgenommen worden. Dass als erster Solist ein Tenor auftritt, der wirklich ein Berliner ist, und der zuletzt als Siegfried im neuen Berliner Ring Triumphe feierte, ist kein Zufall, René Collo. Er singt das Gebet des Rienzi von Richard Wagner, begleitet von unserem Orchester, das im ersten Teil des Programms von Heinrich Hollreiser geleitet wird, einem der Männer der ersten Stunden. Und im zweiten Teil steht dann am Pult unser Generalmusikdirektor Jesus López Copos. Meine Damen und Herren, beschenken wir uns alle gegenseitig an diesem Geburtstag, sodass es nicht heißt,
die Deutsche Oper ist 25 Jahre alt, sondern dass wir sagen können, die Deutsche Oper ist 25 Jahre jung. Thank you.
Ich bin, wie Sie sehen, in eine kleine Loge hinter unserem Parkett gezogen, um Ihnen, meine Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm, ein wenig unser Programm zu erläutern und soweit Applaus und Verwandlung das zulassen, ein wenig über die Sänger zu erzählen und die Werke, die sie zur Aufführung bringen. Nach René Collot erwarten wir nun einen anderen Star der internationalen Wagner-Szene, eine Sopranistin, die große Erfolge in Bayreuth feierte, die zuletzt dem Berliner Ring als Brünnhilde eine besondere Prägung verlieh, eine Künstlerin, auf die sich besonders auch die schwedischen Opernfreunde freuen, Katharina Legenza. Sie singt die Ballade der Senta aus Richard Wagners »Der fliegende Holländer«, assistiert von Damen unseres Opernchors. Oh.
Nach Katharina Legenza erwarten wir einen der größten und ältesten Wagner-Tenöre der Welt. In diesem Sommer, kurz vor seinem 75. Geburtstag, hat er noch an der Wiener Staatsoper den Siegfried in Götterdämmerung gesungen und dann bei uns den Herodes in der Salome. Er gehört zum Stamm des Berliner Opernensembles seit 1943 und ist Ehrenmitglied der Deutschen Oper seit 1973. Kammersänger Hans Bayrer. Er singt die Schmiedelieder aus dem ersten Akt Siegfried von Richard Wagner. Oh,
Hans Bayer, immer noch aktiver Senior der Wagner-Premiere. Auf ihn folgt ein junges, hoffnungsvolles Mitglied unseres Ensembles. Ein Bariton, der die Franz-Josef-Weißweiler-Stipendium bei uns erhielt, bevor er ins feste Ensemble kam. Andreas Schmidt. Er singt Wolframs Lied an den Abendstern aus Wagners Tannhäuser. Oh,
Ein Grenzfall im deutschen Repertoire sind Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Eigentlich spielt diese Oper ja in Berlin, in Luthers Weinkeller, aber Offenbach schrieb sie in Paris und schrieb sie auf Französisch. Die erste Inszenierung an der Deutschen Oper 1969 erfolgte noch in deutscher Übersetzung. Die zweite 1984 folgte dem französischen Original. In ihr sang Kenneth Riegel den Hoffmann und er gestaltet auch heute mit Bengt Olof Magnusson und den Herren unseres Chores das Lied vom Klein Zack. Personne, rien.
Großen Anteil an der Arbeit und am Ruf der Deutschen Oper Berlin hat das Ballett unter der Direktion von Gerd Reinholm. Die Berliner Prima Ballerina ist Eva Evtokimova. Sie kam 1969 an unser Haus, hat inzwischen an mehr als 600 Aufführungen mitgewirkt, zählt inzwischen zur Weltspitze und ist im Moment leider nur in einem Gastvertrag bei uns. Heute tanzt sie zusammen mit Ljubomir Kafka und den Solistinnen Diane Bell, Raffaele Renzi und Silke Sense, sowie mit den Damen der Ballettgruppe das Divertissement aus dem zweiten Akt des Bournonville-Balletts La Sylphide.
zurück zur Oper. Die Pflege der großen slawischen Meister ist ein besonderes Anliegen der Deutschen Oper Berlin. Vor kurzem hatte Leos Janáceks Katja Kabanova in diesem Haus einen großen Erfolg. Aus Friedrich Smetanas wie verkaufte Braut singt nun Lucia Popp die Arie der Marie aus dem dritten Akt in ihrer Muttersprache, in Tschechisch.
Raritäten bereichern den Spielplan auch der Deutschen Oper Berlin. Gern entdecken wir Unbekanntes oder Vergessenes. Dazu gehört vor allem Erich Wolfgang Korngolds Oper Die Tote Stadt, ein Opernhit der 20er Jahre. Wir haben das Werk 1983 neu herausgebracht, haben es im Fernsehen gezeigt und auf einem Gastspiel in Los Angeles. Gegenwärtig läuft die Produktion an der Wiener Staatsoper. Das berühmte Duett Glück, das mir verblieb, singen nun Karen Armstrong und Siegfried Jerusalem. Nach Hause.
den Säulen des deutschen Repertoires gehört auch an unserer Oper neben Richard Wagner, Verzeihung, vor allem Richard Strauss. Seine Oper, die Frau ohne Schatten, steht in der Inszenierung des ersten Chefs der deutschen Oper, Gustav Rudolf Sellner, ununterbrochen seit dem Jahre 1964 auf unserem Spielplan. Janice Martin und Gerd Feldhoff singen das Duett Barak, mein Mann, aus dem dritten Akt dieser Oper. Oh,
Der letzte Beitrag im ersten Teil unserer Jubiläumsgala gilt noch einmal Richard Strauss und seinem Rosenkavalier. Das Schluss, Terzett, Marie-Therese, hab mir's gelobt, singen. Gundula Janowitz, Carol Malone und Ute Walter. Unser Orchester begleitet unter der Leitung von Heinrich Hollreiser, der für den zweiten Teil der Gala den Stab abgibt an unseren Generalmusikdirektor López Cobos. Thank you.
Die Zuschauer in der Oper gehen nun in die Pause. Und für Sie, meine Damen und Herren, am Bildschirm schließt sich eine filmische Impression über 25 Jahre deutsche Oper an, zusammengestellt und gedreht von Hans-Christoph Knebusch. Ich hoffe, wir sehen uns nach dem Heute-Journal hier wieder. Der zweite Teil unserer Gala gilt vor allem Wolfgang Amadeus Mozart und danach den Meistern der italienischen Oper und ihren heutigen Stars. Diese Eröffnung, heute vor 25 Jahren, war das erste positive Ereignis nach dem schwärzesten Tag der Stadtgeschichte, der totalen Teilung Berlins am 13. August 1961. Der bescheidene Glanz war willkommen, aber weniger wichtig. Wichtig war das Zeichen der Zuversicht, das zu diesem Zeitpunkt von der Stadt ausging. Don Giovanni schien für den Eröffnungsabend komponiert zu sein. Freiheit, sie lebe hoch. Die damals modernste Technik des neuen Hauses mit ihren Lichtstellwarten und Bühnenmaschinen stand bereit. Intendant und Hausherr war als Nachfolger von Karl Ebert Gustav Rudolf Sellner. Er kam vom Darmstädter Schauspiel zur Berliner Oper, die er mit zahlreichen Inszenierungen bereicherte. Wie ich selbst zur Technik und einer Inszenierung von heute stehe, das kann ich Ihnen eigentlich nicht verbindlich sagen, sondern ich muss sagen, man braucht einfach Technik für die Opern, denn die Oper ist Zauberei. Wenigstens soll sie es sein. Von Ferenc Fritschei kam die Anregung zum anspruchsvollen neuen Namen des Hauses, Deutsche Oper Berlin. Dem ebenso temperamentvollen wie sensiblen Dirigenten aus Ungarn war es nur noch vergönnt, die Don Giovanni-Aufführungen im Herbst 61 zu leiten. Ein früher, unersetzlicher Verlust. Die Bühne ist ausgezeichnet, was die Akustik anbelangt. Das Orchesterraum jetzt nach die ganz kurze Zeit, wo wir probiert haben, ist auch schon als gut zu bezeichnen. Die Ballettkompanie dagegen konnte sich unter der kompetenten Hand von Tatjana Ksowski stetig entwickeln. Sie wurde die erste Chefchoreografin der Deutschen Oper. Sie erweiterte, oft gegen Widerstände, das Ballettrepertoire durch Werke zeitgenössischer Komponisten wie Edgar Varese, Benjamin Britten und vor allem Boris Blacher. Generationen von Tänzern berufen sich bis heute auf Tatjana. Walter Hagen-Groll war damals mit 33 Jahren der jüngste deutsche Opernchordirektor. Er bot in Berlin ein einmaliges Beispiel an Kontinuität und Qualität in der Chorführung. Ein Meisterstück gelang ihm während eines der drei Ostasien-Gastspiele der Deutschen Oper. In wenigen Proben formte Walter Hagen-Groll aus japanischen Musikstudenten die deutsch singende Besatzung des Geisterschiffes aus dem fliegenden Holländer. Auslandsgastspiele großer Opernhäuser sind wegen der Kosten heute selten. Aber welche Bedeutung sie gewinnen können, bewies die Teilnahme der Deutschen Oper am Israel-Festival 79. Die Besucher kamen aus allen Landesteilen ins römische Amphitheater nach Caesarea. Die Sicherheitsmaßnahmen waren streng, die Gefahr eines Terroranschlages war groß. Va pensiero solali dorate. Der berühmte Gefangenenchor aus der Oper Nabucco wurde an diesem Ort, vor diesem Publikum, zu einem Stück Musik gewordener Geschichte des jüdischen Volkes.
Rang und Leistung eines Opernhauses werden nicht zuletzt an seinen Uraufführungen gemessen. Dafür drei Beispiele aus der kurzen Geschichte der Deutschen Oper Berlin. 1965 war Der junge Lord von Hans-Werner Henze eine besonders heitere und publikumswirksame Neuheit. Ingeborg Bachmann schrieb das Libretto, Gustav Rudolf Sellner führte Regie. Diese moderne Opera Buffa karikiert die Biedermeier-Gesellschaft. Die spießbürgerlichen Bewohner einer Kleinstadt imitieren begierig die exzentrischen Manieren eines jungen Lords, der in Wahrheit ein Zirkusaffe ist. Der 20 Minuten währende Beifall galt damals dem Komponisten, dem Dirigenten und dem Chorleiter. Ich taufe das Schiff auf den Namen. Die Schiffstaufe findet auf der Straße statt. Die Passagiere kommen aus dem U-Bahn-Schacht. Der Reeder feiert sein Schiff auf einem öffentlichen Platz. Wie viel Fleiß, Ausdauer und wahre Aufopferung waren vonnöten, um das hier zu erschaffen. Diese sterne Symbol des menschlichen Fortschritts. 1979 sprengt Sieberts Uraufführung vom Untergang der Titanic die räumlichen Grenzen einer Oper. Ein inszenierter Schiffsuntergang zwischen Vorhang, Foyer und Fundus. 1984 wagt der Maler Achim Freyer einen Versuch ohne Vorbild. Farb- und Raumfantasien formen sich zu Bühnenbildern von bezwingender Kraft. Er erweitert ein bedeutendes Werk sakraler Musik um die optische Dimension. Georg Friedrich Händels Oratorium Der Messias wird Opernbühnenwirksam. Ein anderes Experiment der Deutschen Oper blieb Vorbild ohne Nachfolge. Die Oper in der Fabrik. Vor 16 Jahren war es für alle ein riskanter Versuch, in einer Werkhalle für einen Tag die gewohnte Welt der Arbeit mit der ungewohnten Welt des Musiktheaters zu vertauschen. Also du. Karl Orffs musikalische Fassung des alten Märchens vom unbeherrschten König und seiner klugen Frau bewies der Belegschaft, wie unterhaltsam und spannend Oper sein kann. Der Ring des Nibelungen. Ist er für unsere Zeit noch glaubhaft darstellbar? Wie deutet man heute inhaltlich, szenisch und musikalisch diese einmalige Herausforderung an das internationale Musiktheater? Götz Friedrich als Regisseur, Peter Sikora als Bühnenbildner und Jesus López-Cobos als Dirigent haben es gemeinsam versucht. Für sie ist der Ring ein grandioses Endspiel vom Untergang der Götterwelt. Er vollzieht sich in einem Zeittunnel, irgendwo und irgendwann zwischen Vergangenheit und Zukunft. Ringimpressionen.
Keine Kunstform hat so treue und engagierte Anhänger wie die Oper. Über die Beliebtheit einer Inszenierung wird hier am frühen Sonntagmorgen beim Vorverkauf entschieden. Durch die Länge der Schlange. Ein von Opernliebhabern selbst organisiertes Meldesystem soll die knappen Karten vor allem in den unteren Preiskategorien gerechter verteilen helfen. Würde die Deutsche Oper nicht subventioniert werden, wäre sie für die Wartenden verschlossen. Und damit die so künstliche und doch immer wieder faszinierende Welt des Musiktheaters. Tutti Gabbati. Alles Genarrte singen Falstaff und das fröhliche Volk im Park von Windsor in der kunstvoll komponierten Schlussfuge. Giuseppe Verdis Altersweisheit, Tutto nel mondo è burla. Alles ist Spaß auf Erden. Ich begrüße Sie nun wieder in der Deutschen Oper Berlin zum zweiten Teil unserer Jubiläumsgala. Das Orchester leitet nun Jesus Lopez Copos. Zuerst begrüßen wir Luciano Pavarotti. Er ist zu unserem Geburtstag nach Berlin gekommen und singt am 27. und 29. September den Rodolfo in La Bohème. Zusammen mit jungen Gewinnern seines Wettbewerbes in Philadelphia. Jetzt, heute, singt er die Romanze des Enzo aus Amilcare Ponchiellis Oper La Gioconda, Cielo e Mar. L'angelo mio verrà dalla cielo.
Das war, das ist Luciano Pavarotti. Huldigen wir nun Wolfgang Amadeus Mozart. Sie sehen und hören aus seiner Oper Die Hochzeit des Figaro das Finale aus dem zweiten Akt, ab Auftritt Figaro, Herrschaften, die Musiker warten. Die Szene entstammt der Inszenierung, wie sie seit 1978 hier an der Deutschen Oper gezeigt wird. Im Finale des Figaro singen Lucie Peacock, die Gräfin, Sonja Gazzaria und die Susanna
Patricia Johnson, die Marcelina in Bambixell, ist der Graf Manfred Röhr, der Figaro, Peter Maus gibt den Basilio, Ivan Sardi, den Dr. Bartolo und Klaus Lang ist der Gärtner. Warten wir auf das Finale des zweiten Aktes aus Mozarts Figaros Hochzeit. Consolate jene sin, 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 cons
welche Geburt. Aber Ascoltate, Ascoltate, Ascoltate. Di quarti cadino, vedi cosa ne dici da vecchio, e poc'anzi a tornarci da vecchio, fino l'occhio di mio c'è da giù. Al vapore, vedi la roba lì, in giardino. Sì, io lo so, sento. Sussurro fortuto, poi gridasse lo scritto biglietto. Salte giù dal terrore confuso, e stravolto mon nervo del piede. Saran queste carte che verrà morgire a me. Sfugo e trappola, sfugo e trappola. Figaro allerto, figaro allerto. Dite un po', questo foglio cos'è? Tosto, tosto, ne ho tanti, aspettate. Sarà forse il sommario dei figli? No, la lista degli osti. Parlate e tu lascialo. Lascialo e parli. Far così, ma se torno trovassalo. Vanne, lo temo di te. Lascialo. Far così, ma se torno trovassalo. E coraggio! Oh, che testa! Oh, che testa! Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diè. Per che fare? Vi manca! Manca. Il soggetto, il soggetto. Rispondi. Per usanza, su via ti confondi. Per usanza di fare bisuccello. Questo vivo mi torce il cervello. Oh,
le parti. Cosa mai vengono a far? Cosa mai vengono a far? Gagarin senza schiava, sì. Dico giunque il che gli par. Dico giunque il che gli par. Oh, il pegno, non si adica. Costo è con me, controllato, pensando che controllato deve me con me tuoro. Come? Come? Ah, silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare. Io da lei scelto avvocato, vengo a farle sue divine, le legittime pedite, qui ne faccio le Io te mangio, io te mangio. Ah, silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicare. Io compon al mondo, quando tu vengo fin dal testimone del professor matrimonio con questa candidata. Sono le mani. Ora, silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo. Tutto in ordine deve andar. Nach der Hochzeit des Figaro nun die Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart. Ein Tenor, ein junges, hoffnungsvolles Mitglied unseres Ensembles, Peter Seifert, singt die Arie des Tamino, dies Bildnis ist bezaubernd schön. Und auf ihn folgt ein Bass, der auf allen Bühnen der Welt, auf allen großen Bühnen der Welt zu Hause ist und dem doch die Deutsche Oper Berlin künstlerische Heimat geblieben ist, Marti Dalvila. Er singt die Arie des Sarastro. In diesen heiligen Hallen kennt man die Rache nicht.
zaubern schön. Ihn noch dein Auge je gesehen. Ich fühl es, wie nicht älter wird. Mein Herz mit meiner Regung fehlt. Mein Herz mit meiner Regung fehlt. Yeah.
Von Wolfgang Amadeus Mozart in ein großer Schritt zu Giuseppe Verdi. Cheryl Milnes, aus New York zu uns gekommen, singt das Credo des Iago aus dem zweiten Akt der Oper Otello.
la morte è nulla. Die Karriere einer jungen italienischen Sopranistin begann hier an der Deutschen Oper Berlin mit Donizettis Lucia di Lammermoor. Es ist Lucia Aliberti. Sie singt die Arie der Lucia Regnare nel Silenzio. Thank you.
Nach Lucia Aliberti begrüßen wir einen weiteren Star der italienischen Oper. Er ist oft bei uns zu Gast und hat in der Neuinszenierung von Simone Boccanegra 1984 den Titelhelden gesungen, Renato Russo. Er singt aus Verdis Rigoletto die Arie des Rigoletto, Cortigiani di razza danata, feine Sklaven.
Neben Giuseppe Verdi gehört auch bei uns Giacomo Puccini zu den Säulen des italienischen Repertoires. Das Orchester der Deutschen Oper Berlin spielt nun unter Generalmusikdirektor Jesus Lopez Cobos das Intermezzo aus der Oper Manon Lescaut. Im Anschluss daran singt Mara Zampieri die Arie de Manon aus dem vierten Akt Sola Perduta Abbandonata. Thank you.
kehren wir von Giacomo Puccini zu Giuseppe Verdi zurück. Aus einer Oper Die Macht des Schicksals singen nun Giorgio Lamberti, häufiger Gast auf unserer Bühne, und George Fortune, ein langjähriges Ensemblemitglied, das Duett Alvaro Don Carlo, Solenne in Quest'Ora.
Weise. Und nun, liebe Opernfreunde, die Sie zu fortgeschrittener Stunde noch ausharren, erwarten wir einen großen Star der Oper, Montserrat Caballé. Sie singt die Arie de Leonore aus Der Macht des Schicksals, Pace, Pace. Thank you.
Unsere Gala zum 25-jährigen Geburtstag der Deutschen Oper Berlin neigt sich ihrem Ende zu. Nehmen wir Abschied voneinander mit dem Werk, mit dem sich auch Verdi von der Bühne der Welt verabschiedet hat, Falstaff. Ingvar Wicksell, dem Hause seit langem treu verbunden, singt den Monolog des Falstaff aus dem ersten Akt L'Onore Lagri, Ehre, ihr Lumpen. Darauf folgt die Schlussfüge des Falstaff. In sie stimmt mit Ingvar Wicksell ein das Solistenensemble. Karin Armstrong, Carol Malone, Tanja Boris, Ruthild Engert, Rüdiger Wohles, Peter Guganow, Karl Ernst Merkel, William Murray und Klaus Lang. Es singt der Chor der Deutschen Oper Berlin, einstudiert von seinem Chordirektor Markus Brief und das Orchester dirigiert Jesus Lopez Cobos. Wie heißt der Text der Fuge? Tutto nel mondo e bolla. Alles ist Spaß auf Erden und wir sind als Narren geboren. Ist das, richtig verstanden, nicht ein gutes Motto für alle, die Oper brauchen und Oper lieben? In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen und ich hoffe, dass wir uns noch oft wiedersehen in der Deutschen Oper und vielleicht auch aus der Deutschen Oper Berlin. Neppure
perchea orgoglio torce alle lucinghe lo corrompe l'orgoglio l'amor valle calunnie e per me donne voglio no, donne voglio no. Up.